VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, ganz herzliches Willkommen euch. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag 14 Uhr beim ehemaligen Bundesligisten SC Paderborn. Es war, Peter, keine allzu erfreuliche Woche für unsere Mannschaft mit den beiden Niederlagen. Zuerst in der Liga gegen Zwickau und dann dem bitteren Pokal aus in Bissingen. Wie beurteilst du die vergangenen Tage? Ja, wir machen wir immer erstmal die Verletzten. Okay, also das, immer schnell, das impliziert, dass wir schneller fertig sind mit der Verletztenliste, als mit dem, was du danach zu den Leistungen zu sagen hast, richtig? Na, ich denke, zu den Leistungen ist alles gesagt, da haben wir jetzt auch genügend drüber gesprochen und das sind einfach Dinge, die wir jetzt verkraftet haben. Jetzt fahren wir mit zwei Niederlagen im Koffer nach Paderborn und das wird mich aber nicht daran hindern, dass wir auch den Willen haben und die Motivation haben, in Paderborn auch zu pumpen. Dann schauen wir noch auf die Verletzten, wenn du sie schon direkt vorbereitet hast. Ja, wie gesagt, bis auf Thorsten Schulz sind soweit alle gesund, so dass sie einsatzfähig sind. Und insofern haben wir bis heute Stand jetzt, keine großen Verletzungsprobleme. Dann schauen wir ganz kurz zum Ende der Einführungsrunde auf den Gegner. Paderborn aktuell Rang 16 mit ebenso vielen Punkten. Und wenn man so die Presseberichterstattung der letzten Tage verfolgt hat, ist da auch schon ganz ordentlich Druck auf dem Kessel beim Gegner. Klar, das ist ja immer so, wenn man von den formulierten Zielen entfernt ist, dann ist das immer so. Und das wird sich auch noch 500 Mal wahrscheinlich wiederholen, dass wenn die formulierten Ziele nicht erreicht werden, dass dann immer eine gewisse Unruhe da ist. Das ist ganz normal. Und was auch immer so ist, ist die Fragerunde. Bitte schön, ihr habt das Wort. Also bevor wir nach dem Bissingen-Spiel also telefoniert haben, habe ich sie das erste Mal so erlebt, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie auch entgegen ihres Naturells auch einfach mal laut Scheiße hätten schreien können. Sie haben gesagt, sie müssen eine Nacht drüber schlafen. Haben sie jetzt getan. Was sind so ihre Lösungsansätze für die Leistung in Bissingen, aber auch noch eingeschlossen Zwickau? Ja, also wie gesagt, das ist natürlich so, dass man dann auch angefressen ist, weil ja natürlich so ein Spiel wie das Pokalspiel natürlich auch so ein paar Dinge hinterlässt, die für den Club nicht ganz gut sind. Und eigentlich kann man von seinen Angestellten erwarten, dass sie dieses Ziel, was ja auch einen Geldwert hat, auch mit entsprechend großem Einsatz auch zu erreichen. Aber ich habe dann so für mich auch gedacht, dass es im Grunde genommen, es gab nie einen Grund zum Träumen und jetzt gibt es auch keinen Grund für mich negativ zu denken. Ja, wir sind uns einig, wo es geklemmt hat und an diesen Stellen, wo es geklemmt hat, da müssen wir den Tank sozusagen wieder auffüllen, da muss er wieder gefüllt werden und die Betankung läuft und wir gehen aus, dass bis Samstag wieder genügend Treibstoff zur Verfügung steht, um wieder entsprechende Power für das Spiel in Paderborn entwickeln zu können. Also wie die Formel 1 Lieblingsmetapher, so, von wo starten Sie denn dann in Paderborn? Ja, wir starten mit diesen zwei Spielen im Koffer, die wir verloren haben, aber wie gesagt, für mich ist nie ein Ansatz, die verlorenen Spiele als Beispiel zu nehmen, sondern immer die erfolgreichen Spiele und das, was ich auch schon so oft gesagt habe, das habe ich auch der Mannschaft nochmal gesagt, wir müssen sehen, wie wir da hingekommen sind an die 21 Punkte, daran müssen wir uns erinnern und das ist für mich immer so der Weg zurück, dass man auch wieder zu Punkten kommt und ja, das haben wir wie gesagt jetzt eingehend nochmal gestern Morgen auch mit der Mannschaft besprochen und ich bin der Überzeugung, dass die Mannschaft das auch umsetzen wird und wir in Paderborn wieder ein gutes Spiel machen.
Jetzt hatten Sie am vergangenen Donnerstag bei der PK vor Zwickau oder Mittwoch gewarnt. Kellerkind, ich habe Angst vor Chaospotenzial bei einigen meiner Spieler. Jetzt ist es wieder Kellerkind, der Gegner, zudem auswärts. Was machen Sie denn, dass dieses Chaospotenzial diesmal nicht freikommt? Ja, ich glaube, es ist einfach kein Kellerkind. Also die Mannschaft hat gutes Potenzial, wenn man die Namen durchgeht, wer da alles schon in der zweiten Bundesliga gespielt hat, dann wird man von den 11 Spielern, die vermutlich spielen, oder 12 oder 13 davon kommen, dann mindestens 10 schon mal in der zweiten Bundesliga oder höher gespielt haben. Und ich glaube, das sollte genug Potenzial freisetzen, dass wir das andere Potenzial nicht in Kraft setzen, sondern dass wir dann auch mit dem entsprechend großen Respekt hinfahren, dass wir da auch eine andere Einstellung gegenüber dem Personal haben. Ja, das, man darf ja nicht vergessen, dass da Spieler spielen, die jetzt vor 2 Jahren in der Bundesliga gespielt haben. Und insofern glaube ich, dass wir aufgrund dieser Situation eine völlig andere Situation haben, als jetzt zum Beispiel mit Respekt gesagt hier gegen Zwickau. Ja, die Spieler, die Kritik aufgenommen, was für ein Gefühl haben Sie denn gehabt? Waren die selbstkritisch oder waren Sie doch ein bisschen frustriert oder wie waren Sie? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach die Dinge klar versucht anzusprechen, jetzt nicht die, ich sag mal, die jüngere Generation in die Pflicht nimmt, sondern wir müssen halt unsere erfahrenen Spieler in die Pflicht nehmen. Als Trainer ist es immer leicht, ja, ein Sebi, ein Preisinger, ein Teichmann und ein Vierer zu kritisieren. Ich denke, dass die Ansätze da liegen müssen, dass wir unsere Spieler, die erfahren sind, die Liga erfahren sind, in die Pflicht nehmen müssen. Und ich glaube, dass die Gespräche, die wir da geführt haben, wo es geklemmt hat, ja auch irgendwo für die Spieler nachvollziehbar sind. Das ist ja jetzt nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern wenn man die beiden Spiele zusammenpackt, dann waren sie ziemlich ähnlich und wir haben einfach zu viele Gegentore bekommen. Ja, wir müssen sehen, dass wir zur alten Stabilität zurückfinden. Und in dieser Stabilität spielen natürlich diese erfahrenen Spieler eine große Rolle. Und ich glaube, dass deswegen habe ich ja das auch gesagt, wir haben besprochen, wo es geklemmt hat und wir müssen diese Dinge neu befüllen. Und da habe ich auch großes Vertrauen in die Mannschaft und in die einzelnen Spieler, dass sie das auch machen werden. Angeschlossen an Alex' Frage, gerade Kefke und Katalis haben sie aus einem schlechten Haufen nochmal explizit rausgenommen, so haben sie es ungefähr gesagt. Kefkir hat jetzt nach längerer Zeit mal wieder die Chance von Beginn an zu spielen, wird dann in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Was macht das mit so einem Spieler? Wie können Sie den wieder aufpäppeln? Ja, das geht in erster Linie über Training, über Gespräche und auch mit Alex Katalis. Ich meine, es ist ja relativ einfach, den Spielern objektiv nahe zu bringen, wo die Fehler lagen. Ich brauche neben mir ein Video. Und zeigt das dem Spieler und dann kann er objektiv sehen, ohne dass ich das da beeinflussen kann, was da gerade läuft, wie er sich verhalten hat. Und da muss er diese Verhaltensweise dann auch ändern und das weiß der Alex auch. Wir müssen, wie gesagt, so eine gewisse Spielhärte in unsere Zweikämpfe reinbringen, die den Gegner beeindruckt. Das haben wir bisher bei den 21 Punkten hinbekommen, zuletzt in Fortuna Köln. Und ich glaube, dass es auch möglich sein muss, dass man das innerhalb von 2 Wochen zurückholt. Wir werden heute beim Training auch nochmal entsprechend arbeiten in diesem Bereich und werden versuchen, dieses Potenzial wieder zu wecken, was wir auch gegen Fortuna Köln gehabt haben. Meinst du, dass es so, haben wir gesprochen, von diesem Teamgeist, der da ist? Da haben Sie immer gesagt, es wird sich zeigen nach Niederlagen, wie der Teamgeist ist. Macht man da irgendwas oder ist da alles nach wie vor in Butter? Ja, es ist so, das habe ich auch gesagt. Es ist ja so, wir arbeiten jetzt 6 Monate zusammen und es haben sich ja in irgendeiner Form gewisse Dinge herauskristallisiert. Das heißt, so die ersten 12, 13 Spieler haben sich herauskristallisiert, die natürlich irgendwo
alle zufrieden sind. Dann ist es so, dass es natürlich immer 4, 5 Spieler gibt, bei uns ist die Zahl zum Glück nicht so groß, die auch unzufrieden sein können. Aber da muss man eben auch die Messlatte so anlegen, da sind auch Chancen verteilt worden, die letztendlich unterm Strich nicht genutzt worden sind. Vielleicht auch in ungünstigen Spielen, aber das ist eben so, dass man eben dann auch in ungünstigen Spielen als Spieler, der neu reinkommt, der eine Startaufstellung bekommt, dann auch trotzdem versuchen muss, ein gutes Spiel abzuliefern. Und insofern sind diese Mechanismen, was jetzt die erste 12-13 geht, oder die letzten 5, die sind klarer geworden, als ob in der Vorbereitung oder nach 7 oder 8 Spielen. Aber das ist für mich jetzt keine Situation, wo jetzt die Mannschaft nicht mehr dann homogen ist oder nicht mehr füreinander läuft. Das glaube ich, ist nicht so. Wir müssen nur sehen, dass wir diese Dinge, die uns 21 Punkte gebracht haben, wieder so auf den Platz bringen, dass wir alle wieder dieses Gefühl haben, ja, dass Stabilität unser stärkster Faktor ist. Und wenn wir das hinkriegen, dann werden auch wieder unsere Punkte dann auch sammeln. Sagen Sie doch einen Satz zum Gegner. Welche Erkenntnisse bislang über Paderborn Sie geholt haben? Ja, es ist immer interessanterweise so, dass auch der René bei mir schon mal Spieler war. So, das ist jetzt so die vor mir entstandene Trainergeneration, den begegnet man jetzt auch immer wieder natürlich auch gerne. Paderborn, wie gesagt, ist im Moment, das weiß ja jeder, rennt so ein bisschen hinter ihren Zielen hinterher. Wie ich schon gesagt habe, es ist eine Mannschaft, wo man fast nur Zweitligaspieler bzw. auch noch Bundesligaspieler findet, die individuell sicherlich ihre Qualitäten hat und natürlich auf den Turnaround wartet, dass der Knoten platzt. Und entsprechend schwer wird das Spiel natürlich für uns werden. Gegen Zwickau hat die Offensive insgesamt fast komplett nicht funktioniert. Jetzt haben sie ein bisschen rotiert. Was für Optionen haben sie in Paderborn? Also personell ist ja nur mal dünn gesät bei Ihnen, aber was könnte man sich da vorstellen personell? Ja, für mich ist einfach die Situation, dass die Jungs, die jetzt zum Beispiel in Zwickau oder gegen Bissingen nicht so gut gespielt haben, einfach genau wie die anderen, die eben abwehrtechnisch nicht gut gespielt haben, einfach an ihre Leistungsgrenze gehen müssen. Das ist einfach, ich kann ja jetzt nicht sagen, so jetzt rotiere ich mal mit 5, 6 Spielern oder sogar mit 2 Spielern. Also die haben irgendwo diese 12-13 Spieler, mit denen müssen wir klarkommen, das wissen wir auch und die müssen wir immer wieder stärken. Und wenn dann einer von den anderen dazukommt, ob es ein Kienle ist, ob es ein Rodewald ist oder ein Kefke ist, dann müssen wir die mit dazunehmen, dann freut mich das. Aber wir müssen in erster Linie darauf setzen, und das ist ja immer das, was ich sage, aufgrund unseres Personals müssen wir immer auf die Einsicht der Spieler setzen. Wir können sie nicht bedrohen und dann Erfolg erwarten, sondern wir müssen immer wieder auf die Einsicht der Spieler setzen, und das mache ich auch. Und dass die Spieler wieder an ihre maximale Leistungsfähigkeit kommen und die großen Varianten oder Austauschmöglichkeiten, das muss man eben einfach auch sehen, die haben wir nicht. Wäre der Rodewald mittlerweile schon so ein Kandidat, den sie mal einfach von Beginn an einschmeißen können, oder ist er noch zu weit weg von der ersten Hälfte? Ach, der ist nicht zu weit weg, aber man muss eben gewisse Dinge sehen. Ein junger Spieler hat eben eine gewisse Unbekümmertheit, ja, aber man muss eben auch sehen, ist diese Unbekümmertheit so viel wert, dass sie uns Erfolg bringt. So, ein gutes Beispiel ist für mich immer der Sebastian Vassiliadis, der im letzten Jahr sehr unbekümmert gespielt hat, ja, durch die Reihen getanzt ist,
und das alle gut finden. Und im zweiten da hat er jetzt auch seine individuellen Probleme, wo es dann auch nicht mehr so einfach geht. Nee, wir müssen natürlich auch immer sehen, so, wir haben jetzt die 21 Punkte geholt, ja, und vielleicht hat uns der eine oder andere auch immer unterschätzt. Also wir sind jetzt auch durchgescoutet, wo wer hinläuft, ja, wo unsere Stärken, wo unsere Schwächen liegen. Und insofern haben auch die Gegner ein anderes Bild von uns mittlerweile wahrgenommen, dass sie dann auch dazu veranlasst, gegen uns möglicherweise taktisch und läuferisch anders zu operieren. Und das sind alles so viele kleine Dinge, die aber komplex sich auswirken auf uns. Trotzdem habe ich die Hoffnung, wenn wir unsere oder bin ich der Meinung, wenn wir unsere Stabilität wieder erlangen, dass das für uns das größte Plus ist in allen Spielen, die wir bisher gemacht haben, wo wir gepunktet haben, war diese Stabilität unser Plus und die müssen wir einfach wiederherstellen. Wir hatten am Spiel circa noch mal kurz drüber geredet. Sie haben ja nie was anderes behauptet, außer die Klasse zu halten. Deswegen ist es ja, müssen Sie da jetzt vielleicht die Balance auch finden. Einmal kurz auf den Tisch schauen, ist richtig, aber Sie haben ja, es ist ja eigentlich nichts passiert. Sie haben 21 Punkte, sind Tabellendritter. Aber man hört schon so, wenn man so ein bisschen so durch die Fanforen geistert und so, dass da schon wieder ein Drama pur ist. Aber vielleicht mal aus Ihrer Sicht, eigentlich ist nichts passiert, oder? Außer dass vielleicht die Pokalblamage vielleicht da ist, die kann man jetzt nicht schön rennen vielleicht, oder? Ja, ich denke, das ist ja auch kein Mittel, etwas schön zu reden, sondern was ich schon gesagt habe, es gab für mich nie einen Grund zu träumen, sondern ich war da immer relativ realistisch. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund für mich in irgendeiner Form negativ zu denken. Das gibt es für mich auch nicht. Und insofern werden wir uns, wie wir das immer machen, jetzt auf dieses Spiel genauso vorbereiten, wie wir das immer gemacht haben. Man fährt natürlich immer gern mit dem Sieg oder mit dem Auswärtsunentschieden im Rücken irgendwo hin. Aber das ist natürlich auch so einer Situation geschuldet, dass man immer erst, und das ist aber nicht mein Ansatz, immer versucht, eben Negativszenarien aufzubauen, die dann aus was für welchen Gründen immer wieder dann hervorgekehrt werden. Für mich ist das aber echt kein Ansatz, sondern für mich geht es darum, dass wir dieses Negativdenken nicht selber in uns dann aufleben lassen, sondern positiv nach Paderborn fahren und dass die anderen Dinge jetzt so dann von außen reingebracht werden, die wissen wir, die lese ich nicht, weil ich kein Internet habe. Und insofern ist das ein normaler Wert. Man sieht ja die Reaktion in Paderborn, wie das ist. Ja. Und das ist eben so. Ich vergleiche das immer so mit Parallelgesellschaften, ja, die in irgendeiner Form, ja, und das Internet ist ja auch eine Parallelgesellschaft, die dazu noch anonymisiert ist. Und das sind so Dinge, ja, die wollen oder vielleicht sollen noch Ängste schüren bei dem Normalbürger und letztendlich soll dann der Politiker oder der Verantwortliche dann die Ängste weitergeben und entsprechend reagieren. Ja, übrigens etablierte DAX-Unternehmer Unternehmen haben auch so Produktdenken. Erstmal Ängste schüren, Szenarien aufbauen, dass die Menschen alle ihre Arbeitsplätze verlieren oder wir ins Ausland gehen, aber bisher sind sie noch alle da, die DAX-Unternehmen. Deswegen muss man das immer so ein bisschen auch versuchen, ja, auf normal runterzufahren. Ich sage einfach, viele haben uns jetzt entdeckt, haben uns durchgescoutet, wissen genau, wo wir hinlaufen, das wissen wir ja von den anderen auch. Und das ist dann eben auch so, dass sich dadurch auch eine andere Perspektive auf unser Spiel ergibt, wo wir mit klarkommen müssen. Und insofern, glaube ich, ist das ein ziemlich normaler Vorgang, mit dem wir jetzt auch klarkommen müssen. Ja, von der dritten Liga zu DAX und wieder zurück. Das war die heutige PK vor dem Auswärtsspiel in Paderborn. Alle Infos gibt es dann natürlich für diejenigen, die nicht mitfahren können. Wie gehabt auch am Samstag ab 13:30 Uhr im VfL Live-Ticker. Und vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen von euch dann auch direkt vor Ort. Bis dahin. Tschüss.
VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.